Ich bin jetzt hier am Jugendclub Ammerweg. Endlich mal wieder hier, schön hier zu sein, freue ich mich sehr. Und morgen werden wir hier die Wände anmalen. Und da habe ich hier den Benedikt. Hallihallo. Hi. Und der wird uns ein bisschen was über die Aktion hier erzählen. Was gibt's zu wissen? Ja, es gibt zu wissen, dass wir hier so um die 100 Meter Wandfläche um den Parkplatz der Bezirkssportanlage und der Jugendfreizeiteinrichtung zur Verfügung haben. Die jungen Künstler haben damit 2015 angefangen, hier die ersten Wände einmal zu gestalten. Und wir haben jetzt gedacht, im Rahmen des 40 Grad Festivals und unter den aktuellen Bedingungen, das mal wieder neu gestalten zu können. Und freuen uns auf den Samstag. Alle sind herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken. Achtet dabei natürlich auf Abstände und alles, was im Moment wichtig ist. Und dann werden wir morgen einen super Tag haben. Es geht vormittags los und endet, wenn es dunkel wird. Super, wir freuen uns alle sehr drauf und ich habe schon gehört, da kommen ein paar richtig spannende Leute morgen. Gut, dann schauen wir uns mal die Wände an. Und hier hängt noch ein Schild vom Jugendclub Ammerweg. Und zwar ist das auf Zellophanfolie gemalt. Und wie man sowas macht oder auch nutzen kann, seht ihr in diesem kleinen Einspieler. Graffiti ist den meisten ein Begriff. Die kreative Bemalung von Wänden ist weit verbreitet und beliebt. Die Schönheit solcher Schriften oder Bilder liegt dabei bekanntlich im Auge des Betrachters. Für die einen ist es Kunst und für die anderen schlichtweg Sachbeschädigung. Gerade für junge Menschen, die sich dem Themenfeld Graffiti nähern wollen und die nicht unbedingt auf den Kick einer nächtlichen Bahnhofsbemalung stehen, gibt es eine größtenteils legale Alternative. Doch worum geht es? Kommt mit, ich zeig's euch. Heute zeige ich euch ein wenig über Cello Graffiti. Dabei handelt es sich um Graffiti auf Stretchfolie. Das Cello in Cello Graffiti leitet sich dabei von dem Begriff Cellophanfolie ab. Und die Künstler, die sich der Art des Graffitis dann ein wenig intensiver oder hauptsächlich widmen, werden dann Cellographen genannt. Aber zurück zum Thema, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Beim Cello Graffiti spannt man die Folie zwischen zwei oder mehr feste Punkte. Diese Punkte können dabei zwei freistehende Bäume in der Natur sein oder ein Gerüst jeglicher Art, so wie ihr es auch im Video erkennen könnt. Die Verpackungsfolie sorgt dabei für die nötige Stabilität. Sie lässt sich sehr gut aufspannen und reißt nicht. Erhältlich sind Folien dieser Art in allen Baumärkten, die man in seiner Umgebung findet. Meistens kann man zwischen schwarzer und durchsichtiger Folie wählen. Wer jetzt fleißig die Folie seines Butterbrots sammelt, um sie zu einem anderen Zeitpunkt zu besprühen, dem sei gesagt, dass sich haushaltsübliche Frischhaltefolie nicht für Cello Graffiti eignet. Sie wird schnell rissig und ist oft nicht groß genug, um größere Flächen zu bespannen. Das gleiche gilt dabei für die Farbe bzw. die Spraydosen. Hierfür reichen jene aus dem Baumarkt. Und dann kann es auch schon losgehen. Und nicht vergessen, immer lächeln. Wie ihr bereits am Anfang lesen konntet, sind die Fotos und Videos, die ihr seht, auf dem Gelände des Jugendclubs Ammerweg in Düsseldorf entstanden. Und während ihr euch die Bemalungen der Jugendlichen im Hintergrund anschauen könnt, erzähle ich euch noch ein wenig über die Folienwahl und über die Arbeit mit den Jugendlichen und was sie so besonders in diesem Zusammenhang macht. Doch beginnen wir mit der Folie. Wie ich bereits kurz erwähnt habe, entscheidet man sich meistens zwischen schwarzer und weißer bzw. durchsichtiger Folie. Im Rahmen der Arbeit mit den Jugendlichen haben wir uns für die schwarze Variante entschieden, da die Farben in der Regel etwas besser zur Geltung kommen und eine Übermalung von einem Motiv leichter fällt. Gerade wenn Kinder und Jugendliche sich das erste Mal an Cello Graffiti wagen, benutzt man gern die schwarze Variante. Die durchsichtige Variante wird hingegen sehr oft verwendet, wenn Motive in die Umgebung eingearbeitet werden sollen. Dazu zeige ich euch zum Schluss zwei, drei Beispiele. Doch am Ende ist es egal, für welche Folie man sich entscheidet. Der Spaßfaktor bleibt oft das Entscheidende. Und im Endeffekt ist genau das die Hauptsache. Denn gerade wenn Kinder und Jugendliche ein besonderes Interesse am Themenfeld Street Art oder auch Graffiti im Allgemeinen zeigen, so kann Cello Graffiti dazu beitragen, dass Jugendliche sich im Sprayen erproben können und Street Art Künstler und Künstlerinnen ihre Kunst legal ausleben können.
Vorteilhaft ist es dabei, dass oft seitens der Jugendzentren ein Rahmen geschaffen wird, der sowohl den rein künstlerischen und technischen Aspekt des Sprayens in den Fokus nimmt, als auch die generelle Arbeit mit den jungen Menschen. Denn leider stellt Graffiti in Deutschland nach wie vor ein sensibles Thema in der Gesellschaft dar, sodass durch die Nutzung legaler Flächen mehr Akzeptanz und Kreativität entstehen kann. Insgesamt stellt Cello Graffiti eine sehr interessante Variante des herkömmlichen Graffitis dar. Wahrscheinlich werden es Verfechter des Graffitis an Hauswänden nicht unbedingt als gleichwertigen Ersatz empfinden, jedoch kommt es ein wenig auf den Rahmen der Verwendung an. In jedem Fall sei gesagt, dass es als kreative Ergänzung verstanden werden kann. Und es bietet gleichermaßen viel Spaß. Abschließend zeige ich euch noch einige Bilder von dem wohl bekanntesten Cellografen Yevgeny Shess. Damit ihr einen Vergleich habt, wie Motive zum Beispiel in die Natur eingearbeitet werden können, auf durchsichtiger Folie. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig über Cello Graffiti lernen. Ich sage danke und bin raus. Bis zum nächsten Mal.